So. So, so, so. Meat. I don't think it needs meat and fish. Nicht Fisch und Fleisch. Wieso nicht? I think it's full of that foul stuff pirates drink. I think it's full of that foul stuff pirates drink. Ja, das ist mir klar. Was habe ich denn hier noch Schönes? Nicht reden mit. So. Untersuche Pfefferminz. Gekochtes Fleisch. Was? Gekochtes Fleisch. Untersuche Schwert. Untersuche Schaufel. Protokoll. Pfefferminz. Karte. Ow! Got it! It's boiling hot. Es ist kochend heiß. Ja, schön. Nimm's mit. Ich bin keinen Schritt weiter. Gekochter Fisch, gekochtes Fleisch. Vielleicht will ja der Troll jetzt einen gekochten Fisch und nicht hier rohen und so, ne? Wer will schon rohen Fisch? Du sollst rausgehen. Bist du unfähig, Guybrush? So. Er könnte ein bisschen schneller laufen. Hatte ich hier Zeit unterwegs verbummelt? Das ist ja nicht normal, ne? Ich hoffe, ich quatsch heute ein bisschen mehr, weil letztes Mal war ich ein bisschen wortkarg. So, hier hoch. Aber das Spiel ist sehr gut und das... Da macht's mir nichts, wenn ich ein bisschen öfters rumrennen muss. Ich hab's ja noch nie gespielt, aber ich finde, das sollte wirklich jeder, der sich Zocker nennen will, mal gespielt haben. So, glaube ich jetzt. So, ach nee, nicht benutzen mit, geben. Zwar Fisch. Ja, jetzt quatsch mich. Juhu! Er lässt uns durch, er lässt uns durch. Aha. Dann gehen wir mal zu den Lichtern. Oh, Stans Previous. Komm, lies mal vor, Guybrush. Kommen untersuchen. I don't see anything special about it. Welcome to Stan's previously owned vessels. Aha. I'm off searching the globe right now for the finest and previously owned marine transportation. Okay. Look around. I'll be right back. Stan. 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 Öffnen. Tür bitte. It doesn't seem to open. Tür. Grog. Benutzen. Ach so. Mit Geld natürlich. Okay, okay, okay. Was kann ich denn noch alles? Öffnen? There must be a more honest way to get some spare change. Okay, dann halt nicht, Guybrush. Kann ich nehmen? I can't pick that up. Ja, du hast jeden möglichen Scheiß in der Tasche, aber das kannst du mal wieder nicht mitnehmen. Kopfmaschine schieben. Nothing. Komm, drittes Ding.
ziehen. Emily sprechen. That doesn't seem to work. Ja, das klappt so nicht, ist ja klar. Wie sieht's denn hier früher aus? Nichts Besonderes. Hoppala. So, wieder zurück in die neuere Ansicht. Untersuchen bitte. Looks like one of those well-engineered imports. Okay, untersuchen. I'm surprised this one is still afloat. Untersuchen. Fixer-upper. Das ist auch gut. Ja, untersuchen. Besser ist nichts, Guybrush. Du brauchst ja ein Boot. Dull, dull, dull. Komm, die willste. Now that's a nice looking vessel. Wie wär's mit nehmen? Can't pick that up. Ach komm, hab dich nicht so bei Guybrush. So, hier ist wohl nichts mehr los, außer die scheiß Grogmaschine, die nichts ausspuckt, die wie mein Kleingeld gefressen hat. Schieben, ziehen, komm, ziehen nochmal. Drücken. Komm. Es funktioniert doch irgendwann mal. Nothing. Habe ich irgendwas im Inventar, mit dem, was ich draufkloppen könnte? Nö. Gut, dann halt nicht. Gehen zu Boot. So, untersuch mal das Ding. Spiffy. Niedlich, schön. So, dieses hier. Cute, but small. Süß, aber klein. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, hier alles mal durch. Hilft ja nicht. Dann gehen wir hier zu diesem Haus. Mal gucken, wer sich hier versteckt. Untersuchen bitte. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Sword Training, 30 pieces of weight. Cannon Firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling Hook. 130 pieces of weight. Hook extra. Ah, jetzt wollte ich gerade husten, aber ging nicht. Ja. Ich glaube, wir sind beim Schwertmeister. So, komm. Öffne. I think I'll knock. Ich werde mal klopfen. It'd only be polite. Ja, dann klopf. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Wart. Gucken wir uns die alte Ansicht mal an. Hat sich eigentlich kaum verändert. Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? You? You could never be half the sword fighter Carly is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said... But I digress. You just don't have what it takes. Das bin ich doch. I do so have what it takes. You do not. Bin ich doch. I do so. You do not. Bin ich doch. I do so. I like your spirit. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. What do you got? Ich hab die 30 Goldstücken. Ich dachte, sie würden das umsonst tun. Well, I figured you'd do it for free.
Well, you figured wrong. What else have you got? 30 Goldstücke. Well, I've got 30 pieces of eight. Say no more, say no more. Let's see your sword. Okay, sehen Sie mal. Okay, check it out. Check it out, no. This is a nice one. Let's get to it. So. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student-mentor pieces of eight bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. Machine? Die Maschine? Is this gonna hurt? Oh. Yikes. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Use your forte against the foible. No! Beat first, then lunge. Distance, distance. Advance, thrust, recover, parry, repulse. Advance, thrust, recover, parry, repulse. Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? Ach ja, deine Mutter, aber auch. Ich bin besser als du. Ach ja. Oh, yeah? I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? Deine Mutter aber auch. Ich bin besser als du. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. How appropriate. You fight like a cow. No, no, no. That was the response from the last insult. Doesn't even make sense when used here. Oh. Okay. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. Okay, dann. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. So, jetzt darf ich die anderen Fuzzis mal an da anlabern und dann die Wortgefechte machen. So,